Willkommen zurück zur nächsten Folge von Dishonored, Death of the Outsider. Ja, in der letzten Folge haben wir quasi diese Mission hier angefangen, hier ein bisschen gelesen, wollen jetzt ein bisschen mehr in das Praktische gehen. Und ja, dazu kann ich sagen, ich habe ja in der letzten oder ein paar Folgen schon vorher angesprochen, dass ich mich mal mit dem Knochenartefakte herstellen hier auseinandersetzen wollte, was ich jetzt auch getan habe. Und ich habe mir zwei Knochenartefakte hergestellt, die relativ gut sind. Nämlich einmal das hier. Ich habe mir ein Knochenartefakt hergestellt, welches viermal die Fähigkeit Leichenbestatter hat. Du bewegst dich etwas schneller, wenn du jemanden trägst. Und das habe ich viermal draufgepackt, weil die kumulativ sind. Ja, das heißt, viermal der gleiche Effekt, der wird halt auch dann immer stärker. Dasselbe habe ich gemacht mit starke Arme. Du wirkst Gegner etwas schneller. Ja, also wir würgen die jetzt echt richtig schnell. Ja, da ist mir direkt die Hose aufgegangen, als ich das erste Mal gesehen habe, wie schnell das jetzt geht. Das könnt ihr nicht glauben. Das ist eine wahre Freude. Wir können uns ja unterschiedliche Knochenartefakte herstellen. Hier kann man dann auch sehen, ne? Knochenartefakte mit zwei Eigenschaften herstellen. Die können nicht verderben. Knochenartefakte mit drei Eigenschaften. Es gibt eine Chance, dass sie verderben und die ist niedrig. Und bei vier Eigenschaften ist es mittel. Ich habe halt immer gesagt, ne, dem Mutigen gehört die Welt, Knochenartefakt mit vier Eigenschaften gemacht, viermal die gleiche Fähigkeit. Zum Glück ist es nicht verdorben, denn verdorben bedeutet, dass auch ein negativer Effekt drauf ist. Ich hatte bisher Glück und ja, dadurch haben wir uns auf jeden Fall schon ganz schön verbessert. Und ich hoffe mal, dass wir in dieser Folge noch sehen können, beziehungsweise ich euch zeigen kann, wie schnell wir jetzt wirklich Personen würgen. Und wie schnell wir jetzt auch wirklich unterwegs sind, wenn wir Leute tragen. Denn es kommt mir schon bald so vor, als wären wir jetzt schneller, wenn wir Leute auf dem Arm haben, als wenn wir keine auf dem Arm haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns mal weiter durch dieses Shindiri-Bergwerk ja, schleichen, würgen, schnetzeln, wie auch immer. So, mal schauen, ob es hier dann nicht noch ordentlich... Was ist das denn? Ah, mein Auge, es brennt. Wieso brennt dein Auge? Okay. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Dann wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Ja, Mensch, das war doch mal kurz. Ne? Keiner, der irgendwie so eine Kante ans Bein quatscht. Das war mal eine kurze Ansage. Ich habe hier... Oh, da ist ein Wuff. Wo sind nur alle hin? Ich hasse es hier jetzt schon. Na, man, nicht so negativ eingestellt sein, Mädchen. Hier ist noch gar nichts passiert. Das scheint ja wieder ein Knochenartefakt zu sein. Aber an Wert kann ich hier jetzt gerade auch noch nichts erkennen. Ich weiß halt auch nicht, ob es hier überhaupt noch was an Wert gibt. Weil wenn wir schon die Mission haben, Outsider töten oder einen anderen Weg finden, heißt das für mich sowas wie, ist die letzte Mission. Und oft kennt man das ja in der letzten Mission, warum soll ich hier noch Loot finden, groß. Kann ich dann eh nicht mehr ausgeben. Aber naja. So, was haben wir denn da? Da oben hatte ich ja gesehen, waren schon Hundis. Oder zumindest ein Hundi. Oh. Gibt es hier oben irgendwas? Nö. Irgend so ein paar alte Säcke. Shindiri Steinbruch Nord. Da sind die Ratten, mit denen könnten wir wieder eine Runde quatschen. Und ansonsten habe ich zumindest bisher keine Silhouetten gesehen von irgendwelchen Leuten, also Menschen. Nein, falsch. Wir können nochmal gucken, wie viele von den Hundis jetzt eigentlich da sind. Da ist ein Wolfshund, da ist noch ein Wolfshund und da ist noch ein Wolfshund. Drei sind es also auf jeden Fall. Gut. Ja, dieses Markieren, das finde ich, das hat auch echt schon, ist Gold wert. Wenn man weiß, wo die Leute sind, wo die hingehen wollen und wo sie gerade hingucken, das macht dann das natürlich viel einfacher, die Leute halt entweder zu umgehen oder unbemerkt auszuschalten. Ich überlege gerade, hatte Corvo auch sowas in Dishonored 2? Gab es da sowas? Ich glaube nicht, ne? Markieren? Markieren konnte man, glaube ich, nicht. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr. So.
ich muss ja noch nicht direkt auf Konfrontationskurs mit den Hunden gehen. Ich kann ja erstmal hier so ein bisschen rumgehen. Muss auch gar nicht schleichen, weil anscheinend gibt es hier eh noch keine Menschen. Nichts. Hier auch nichts. In der Nähe befindet sich ein Knochenartefakt. Ja, das ist richtig. Dort. Wie kommen wir dort am geschicktesten hin? Erst nochmal hier umschauen. Aber die Regale sehen auch schon aus, als wurden sie schon vor einiger Zeit geplündert. Nö, nö. Eine Zeitung. Silberrausch am Shindery. Und hier. Ja, nee, nichts weiter. Einmal vorsichtshalber erkennt, dass er die Sicht hier reinnehmen. Walöltank. Ja, Knochenartefakt. So, ich nehme an, wenn ich hier dran drehe, geht das auf. Und dann geht das da wieder runter. Was ist denn, wenn ich die Fähigkeit hier reinmache und dann direkt so eine Platztauschmarkierung versuche, da drunter zu setzen? Aber erstmal die Zeitung lesen. Silberrausch am Shindery. Diese Woche war das Wort Silberfieber in Kanaka in aller Munde und zukünftige Schatzjäger schulterten ihre Schaufeln, um ihr Glück am Shindery zu versuchen. Die neueste Entdeckung dicker Silbererzminen im Shindery, Steinbruch Nord, hat sowohl den Bergwerksgesellschaften als auch Personen mit Schürfrechten beispiellose Gewinne eingebracht. Berichten zufolge soll bereits der leichte Schlag einer Spitzhacke Silberklumpen zutage fördern, die Tausende wert sind. Der Silberrausch bedeutet, dass die Schürfrechte am Shindery schnell vergeben sein werden, doch es besteht die Möglichkeit, als Bergarbeiter für die Shindery Bergwerksgesellschaft zu arbeiten. Die Gesellschaft bietet allen, die für sie arbeiten, einen Anteil am Gewinn. Worauf warten Sie noch? Auf zum Shindery! Ja, aber wer weiß, wie alt diese Zeitung dann hier ist, wenn das hier schon so vergeben, so alt ist. Genau, jetzt kann ich doch eine Platztauschmarkierung da hinsetzen. Zack. Und so kann ich doch dann dahinter. Perfekt. Easy peasy. So mussten wir das ja auch schon mal machen in anderen Missionen. War jetzt also nichts Neues. Was haben wir denn hier? Granaten, Haftgranate. Klingentanz. Jetzt bin ich natürlich immer interessiert daran zu wissen, was die machen, wo ich sie schon selber herstelle. Springminen haben eine geringe Chance, ein Opfer völlig zu vernichten. Was heißt denn völlig vernichten? Tod ist tot, oder? Kann man toter sein als tot oder meinen, damit die Leiche verschwindet? Aber... Oh, nein. Bitte nicht wieder hochgehen. Ich habe noch ein Trauma von der letzten Mission. Ah, gibt's hier was? Nö. Na gut, dann kann ich hier wieder raus. Sehr schön. Jetzt bleibt es auch auf. Das Knochenartefakt ist jetzt zwar nicht ganz so wichtig für uns, aber naja. Wo kommen wir denn hier hin? Mal schnell speichern. Kommen wir da auch hoch? Nein, schade. So, hier ist alles zu. Von dort bin ich gekommen. Da oben drauf ist auch nichts, aber wir scheinen eine ganz gute Aussicht von hier zu haben. Das sollten wir mal nutzen. Ah, da sehen wir also die Hundis. Die konnten wir auch nicht betäuben, sage ich jetzt mal. Bei Hundis ging nur in Ruhe lassen oder töten. Aber ich kann auch hier drauf, ne? Ja. Und da. Was ist denn, wenn ich jetzt Anlauf nehme, springe und dann die Markierung setze? Nein, okay. Es funktioniert nicht, aber es war ja ein Versuch wert. Sie hat sich die Haxen gebrochen. Naja. Zum Glück geht das Laden hier relativ schnell. Das sah halt so aus, als könnte ich da irgendwas machen. Deswegen wollte ich das halt mal versuchen. Außer einer netten Aussicht gibt es hier aber dann auch nichts, denke ich. So,
Oder kann ich da hin? Ja, da könnte ich drauf. Bringt es was? Gibt es hier vielleicht was? Für den fleißigen Erkunder irgendwie mal so eine Belohnung? Hm. Nö. Dann werde ich mich jetzt wohl den Hundis widmen. Ja. Genau, jetzt hier sollte ich natürlich mal wieder geduckt bleiben. Da habe ich auch schon gesehen, ist die nächste Fuge, die wir benutzen können. Da oben können wir auch rein. Okay, gehe ich mal da erst hin. Aha. Können wir da auch durchs Dach? Schon wieder ein Knochenartefakt in der Nähe. Mhm. Gibt es hier noch irgendwas anderes in der Nähe? Da ist ein Knochenartefakt. Da. Was ist das denn? Hä? Ist das ein Bug? Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich würde auch noch so schönes Brot fressen, das hier wahrscheinlich schon seit Jahren in dem Schrank liegt. Das ist bestimmt richtig gut. Flinker Schatten. Mal sehen, das hört sich doch schon wieder sneaky an. Das könnten wir vielleicht gebrauchen. Du bewegst dich beim Schleichen etwas schneller. Das hört sich doch gut an. Das hört sich an nach einem Knochenartefakt, das ich zerlegen und verbessern möchte. Das können wir mal direkt versuchen, ob es klappt. Dann machen wir das einfach einmal zusammen. Knochenschmiede. Knochenartefakt opfern. Flinker Schatten. Denn wenn wir das nicht opfern, haben wir halt auch die Fähigkeit nicht zur Auswahl. Das heißt, wir müssen immer erst Knochenartefakte zerstören. Und die Fähigkeiten der zerstörten Artefakte, die können wir dann quasi auf ein neues Artefakt bauen. Ja, dann mache ich jetzt mal hier mit 4. Flinker Schatten. Flinker Schatten. Flinker Schatten. Und flinker Schatten. Dann wollen wir jetzt mal hoffen, dass es funktioniert. Also was heißt funktioniert? Natürlich ohne, dass sie verderben. Das wäre natürlich am besten. Gegnerische Kugeln verursachen etwas mehr Schaden. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, muss ich sagen. Ich könnte es natürlich versuchen, nochmal herzustellen, aber gegnerische Kugeln verursachen mehr Schaden. Ich bin ja sowieso nicht darauf aus, sage ich jetzt mal, groß zu kämpfen. Von daher denke ich, ist das ein ganz guter Trade-off. Wolfshunde kann ich nicht aufspüren, ist sehr wichtig, das behalte ich. Das behalte ich auch auf jeden Fall. Das behalte ich. Du erhältst beim Verwenden von Platztausch und Weitblick eine weitere Zielmarkierung. Du behältst nach dem Durchdringen mit Platztausch das Gleichgewicht und erleidest nur die Hälfte des Schadens. Ich weiß nicht genau, was die damit meinen. Telefraggen von Personen? Maximale Gesundheit wird erhöht. Ich glaube, ich mache das hier einfach mal weg. Dann, wo haben wir unsere? Hergestellt, da. Das machen wir mal. Wo ist es? Wo ist es? Da. Du bewegst dich beim Schleichen etwas schneller. Wollen wir mal gucken, wie schnell ich jetzt schleiche? Boah, seht ihr das? Wie krass wir jetzt im Schleichen abgehen. Durch dieses Knochenartefakt. Also wir schleichen ja so schnell. Also der Schleichtempo entspricht ja jetzt unserem normalen Gehtempo, wenn ihr das seht hier. Das ist natürlich mega krass. Super, super krass. Dafür nehme ich auch gerne diese Downside mit, dass ich, keine Ahnung, halt durch Kugeln ein bisschen mehr Schaden erleide. Scheiße drauf. So, machen wir hier mal direkt weiter. Komme ich hier vielleicht irgendwie nach oben? Es sieht jetzt mal gar nicht so aus. Da kann ich was freikloppen und dann ist da oben irgendwie so ein Geheimraum. Aber sieht gerade nicht so aus, nein. Gut, dann machen wir hier mal weiter am Takt. Gehen wir eine Etage tiefer. Was ist das für ein Schatten? Hm, okay. Ja. Noch mehr lecker Brot. Nom nom nom. Ein Brief eines Bergarbeiters, den werden wir gleich lesen. Da musste ich niesen, Entschuldigung. Voltaik-Schuss, ja, das brauche ich auch nicht.
Nochmal die Sicht hier wieder reinmachen. Walöltank und dergleichen. Das ist der Raum, nehme ich mal an, in dem wir schon waren. Hier ist nichts mehr. In der Nähe befindet sich immer noch ein Knochenartefakt. Da. Gut, markiere ich mal. Da ist anscheinend auch was. Junge, gibt's hier viele. Gut, Brief eines Bergarbeiters. Siopan, ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber ich habe es schon wieder gesehen. Die Luft hat gezittert und sich dann zerteilt und wieder geschlossen wie ein Flusskriecher. Den restlichen Tag über habe ich keine Gesichter erkannt. Was? Den restlichen Tag über habe ich keine Gesichter erkannt. Ja, okay. Ihre Münder und Nasen und Augen waren verschwommen wie auf einer schlechten Silbergrafie. Ich musste an ihrer Kleidung erraten, wer war. Ach so, okay. Für so eine Scheiße haben wir dann wohl nicht verlassen. Als die Pendleton-Minen geschlossen wurden, dachten wir, dass das unsere Chance ist, dass wir nach Sarkonos gehen könnten für bessere Löhne und besseres Wetter. Und jetzt? Vielleicht hätten wir dort bleiben sollen. Ich weiß nicht. Ich halte das nicht aus. Ich kann dort nicht runtergehen, ohne zu wissen, was ich vielleicht sehen werde. Bitte, du musst mir glauben. Außer dir weiß niemand etwas davon. Dein Bruder Nial. Gott, ey, wer nennt denn bitte schön den Sohn Siopan? Die Eltern müssen ihn echt nicht gemocht haben. Siopan. Siop, das ist doch kein Name, oder? Siopan. Da ist ein Hundi. Da ist zweiter Hundi. Können wir denn da irgendwo drauf? Nein. Von da sind wir gerade gekommen, oder? Genau. Genau, von hier sind wir gekommen. Da oben sind wir rein. Das heißt, wir können auch momentan wirklich nur hier unten lang bei den Hunden. Oder da mal reinschauen. Jetzt sind da alle drei. Die Hunde werde ich halt eliminieren müssen im Notfall. Wenn ich nicht anders an denen vorbeikomme. So, ist das krass, wie schnell wir jetzt schleichen, ey. Heftig. Okay, so. Dann gehe ich mal durch dieses kleine Fenster hier. Hundi ist auch hier in der Nähe. Was ist das? Das sehe ich jetzt sogar so. Ach, das Knochen. Ah, okay. Das ist mein markiertes Knochenartefakt, das ich markiert hatte. Kommt der Hund jetzt eigentlich auch hier rein? Ich springe einfach mal runter. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der auch hier reinkommt oder... Ja, tut er. Tschüss, Hundi. Tut mir leid. Ein bisschen. Okay, so noch ein Knochenartefakt. Schlechter Zeitpunkt. Was macht das jetzt? Gegnerische Granaten brauchen etwas länger, um zu explodieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie das zum Beispiel wäre, wenn wir das viermal in ein hergestelltes reinhauen? Dann explodieren die wahrscheinlich am Ende des Levels, wenn sie am Anfang geworfen wurden. Aber die sind mir zu situativ. Ne, wann werden wir schon mal mit Granaten beworfen? Das ist natürlich, kommt nicht so häufig vor, aber solche Sachen wie schneller laufen, schneller würgen und dergleichen, die sind natürlich schon deutlich sinnvoller, weil wir ständig schleichen, Leute würgen oder sonst irgendwas machen. Tut mir leid, Hundi. Du bist jetzt in einer besseren Welt. Zumindest versuche ich mir das einzureden, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Ups. Können wir mit unseren Freunden den Ratten reden? Hier vergraben, aber nicht immer. Manche Tage Stein, andere Eisen. Einzittern, dann Stille. Luft schmeckt wie Blut, dann nichts als Staub. Ja, okay, danke. Luft schmeckt wie Blut. Soll es eine Anspielung auf Eisen sein? Weitere Probleme im Shindri-Steinbruch Nord. Das können wir auch noch lesen. Das scheint doch auch irgendwie ein Artefakt zu sein. Gut, das hier lesen wir auch nochmal. Weitere Probleme im Shindri-Steinbruch Nord.
Besorgniserregende Berichte haben den Anbau in Shindery Steinbruch Nord erneut unterbrochen. Den Abbau natürlich, den Abbau in Shindery Steinbruch Nord erneut unterbrochen, da sich viele Arbeitskräfte vor Ort über beunruhigende visuelle und akustische Halluzinationen beschwerten. Diese reichten von scheinbar harmlosen Vorkommnissen, von deplatzierter Ausrüstung bis hin zu großen Teilen der Mine, die innerhalb von Stunden verschwunden und wieder aufgetaucht waren. Aufgrund der weiten Verbreitung dieser kollektiven Halluzination konnte die Shindery Bergwerksgesellschaft ihr Auftreten nicht dementieren. Außerdem kursieren Gerüchte über matte Wetter im Bergbau, die Bezeichnung für verdorbene Atemluft durch untertätige Gase, wodurch es zur Androhung eines Generalstreiks der gesamten Belegschaft kam, sowie zu einem Mangel an Arbeitskräften, da viele Bergleute diesen mit Problemen behafteten Ort verlassen wollten. Die Vorwürfe der schlechten Arbeitsbedingungen, insbesondere der unzureichenden Belüftung, sind völlig unbegründet und schaden nur unserem Betrieb, so Berins Castiglia, eine Mitarbeiterin der Shindery Bergwerksgesellschaft, als sie um Stellungnahme gebeten wurde. Wir haben uns der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter verschrieben und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um allen, die über Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust und Halluzinationen sowie Hodenmumms klagen, entsprechende Therapien und Behandlungen zu ermöglichen. Ja, ne? Irgendwie glaube ich denen nicht. Gut, aber der Hundi hier schläft ja, was eigentlich sein Glück sein könnte, muss ich mir noch überlegen. Hier gibt es dann aber auch nichts mehr, wo der Hund draußen rumgelaufen ist, oder? Nee. Gut. Dann dürfte ich jetzt hier weitergehen können. Ich werde Hundi hier aber mal ausschalten müssen, zumindest ihn hier. Sehr gut getroffen, Felix. Sehr gut getroffen. Das war äußerst beeindruckend, wie du es nicht geschafft hast, diesen langsamen Hund zu treffen. Hey, war da noch einer? War da jetzt noch einer oder was? Ne, es war nur der, ne? Ja. Ich dachte gerade, da ist er noch rumgelaufen. Und hat gerochen. Aber nein. Gut, dann können wir uns das hier nochmal anhören. Tja, ne? Warum auch immer. So. Dann können wir mal jetzt mal hier drauf. Noch einmal gespeichert. Beruhig dich, Antero. Du wusstest, dass es so kommen würde. Wie willst du Weisheit finden, wenn du die Lehren missachtest? Sucht keinen Trost im Weltlichen, wehret der Ablenkung. Deine Tierchen haben dich vom Nichts abgelenkt. Wen kümmert's? Ich hab doch nur ein paar Ratten gefüttert. Ganz wie der einsame Rattenjunge. Das ist nur ein Märchen. Das Nichts braucht dich. Ich will das Nichts aber nicht mehr betreten. Ich weiß, was passiert. Der Stein will nicht nur den Körper, auch mein Herz und meinen Verstand. Das ist unser Weg, Antero. Dafür sind wir hier. Ergib dich dem Einfluss ich des Endlosen, Angst. Der Leere. Ich will nicht. Ich will nicht so werden wie sie. Das wirst du auch. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, ob die ihm wirklich den Arm abgeschossen hat, lediglich weil er eine Ratte gefüttert hat. Die Schafe schlafen. Wir formen. Ach so, ja. Wir schufen die Welt mit einem Messerstreich. Ja. Ja. Erschafft ihr mal. Gut, ich würde sagen, dann haben wir es in dieser Folge auch wieder. Ein interessantes Ende, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum die ihren Kollegen da abgeknallt haben. Ja,
weil er Ratten gefüttert hat oder weil er doch nicht mehr auf einmal wollte. Naja, vielleicht kriegen wir es ja noch raus, falls es so wichtig ist. Scheint mir auf jeden Fall, dass wir genau dort, dass wir nämlich genau dort weiter müssen, wo die beiden im Weg stehen. Dann werden wir noch mal schauen, wie wir das hinkriegen in der nächsten Folge von Dishonored, Death of the Outsider. Ich bedanke mich natürlich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet auch Spaß und die Story findet ihr auch so interessant wie ich. Und dann sehen wir uns gemeinsam in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.